Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Push & Permit. In der letzten Folge haben wir ein bisschen im Ödland gefarmt und heute möchte ich gern zu Rainer. Zum einen, weil ich gern sehen möchte, was er für neue Artikel für uns hat. Und außerdem müssen wir noch Quests abgeben. Und die wird erstmal gestreichelt. Ja, feini. Krank ist niemand. Das ist schön. Und ja, wir haben Quests abzugeben, beide bei Rainer. Das passt dann doch. Ist der noch in seinem Haus, Hundi? Rainer, Kalmund. Okay, er wird noch in seinem Haus sein, er ist nur noch nicht gespawnt. Darum kann Hundi uns da gerade nicht hinführen. Oh, mit Opalherz können wir auch noch sprechen. Wir haben auch bald das nächste Freundschaftslevel. Bei dir dauert es, glaube ich, noch. Oh, ich könnte das Event schon auslösen. Ab wie viel Uhr hast du offen? 8. Ja, nice. Gehen wir mal schauen. Es gibt einen Hausausbau. Für das Haus, um das Schlafzimmer zu vergrößern. Nochmal neue Serumrezepte freischalten. Eine Verkaufsbox erhöhen. Und dann gibt es Stühle, Tische, ein Sofa, Blümchen, Vorleger. Normale Wandleuchte. Sind das nur alles so Dinge? Die hauen mich nicht unbedingt vom Hocker. Reden wir erstmal mit Rainer und geben die Quests ab. Nummer 1 und die Nummer 2 geben wir hoffentlich dann auch gleich ab. Was? Warum gibst du mir das? Sprich mir das doch bei mir. Hast du mir nicht die Quest dazu gegeben? Wie konnte Forrest nur so nachlässig sein? Ach, es ging um den Auftragszettel, den Forrest einfach hat fallen lassen. Nun, du hast doch deine Sachen bekommen. Jedenfalls danke ich dir für das Material. Ist es okay, wenn ich meine Sägemaschine sofort umarbeite? Ja, klar. Dann wollen wir mal. Yay. Endlich. Meine Sägemaschine ist verbessert. Vielen Dank, dass du meine Anfrage angenommen hast. Im Gegenzug möchte ich dir etwas geben. Wo? Ich habe heute Morgen einen guten Fang gemacht, deswegen habe ich ihn in der Küche experimentiert. Es ist nicht viel, aber bitte nimm doch dieses Rezept. Oh, danke schön. So, Zimmermann-Verbesserung Nummer 2 abgeschlossen. Ich wollte doch nur mit dir reden. Sei nicht sauer, weil ich da stand. Jetzt müssen wir leider erstmal warten, bis er sich beruhigt hat. So, bitte. Hast du alle Materialien für Jorns Bencho gesammelt? Stimmt, es ging um Jorn. Sehr gut, ich werde bald mit der Arbeit beginnen. Bitte komm morgen noch einmal in der Werkstatt vorbei. Okay, cool. Haben wir das alles erledigt? Shop. Kann ich denn jetzt andere Sachen kaufen? Oh, jetzt kann ich noble Sachen kaufen. Und eine kunstvolle Wandleuchte. Blaue Vase. Bücherregal mit Büchern. Eine hochwertige Garderobe. Ein violettes Sofa, das muss eigentlich sofort in meine Bude. Ich meine, lila.
Wer steht schon für Lila, wenn nicht ich? Muss sofort in das Haus. Dafür muss ich aber erstmal reich werden. Nun, auf jeden Fall haben wir jetzt andere Dinge, die ich kaufen könnte. Die nächste Klinikrenovierung wäre halt schön eigentlich. Das kostet aber 4.000. Und ich frage mich halt, ob da nicht andere Dinge Vorrang haben. Ja gut. Mittlerweile geht es eigentlich nur noch darum, diese Sandhaie irgendwie zu schlachten. Liebes Alchemie-Genie, ich weiß, dass du kein Tierarzt bist. 8 bis 17 Uhr bei dir zu Hause. Marielle. Bei dir zu Hause. Okay. Helen hat einen Liebsten. Montag bis Sonntag, 13 bis 21 Uhr. Okay. Da bin ich doch sehr neugierig drauf. An Luke. Ich brauche einige eher ungewöhnliche Sachen. Kann ich zum Bauernhaus kommen und mit dir darüber sprechen? Dr. Victor. An das Alchemie-Genie. Ich habe in den letzten Wochen Probleme mit meinem Schlafrhythmus gehabt. Kannst du mich bitte mal besuchen, Hannah? Hallo Melika, ich glaube, dass sich der Boden wirklich verbessert hat, seit du mir geholfen hast. Kannst du mich bitte besuchen? Wir müssen uns über meine neuesten Pläne für die Pflanze reden. Okay. Also zwei Aufträge bei Marielle und Rue zu Hause. Und Helen. Also Helen will ich zuerst. Warte, aber Helen war, glaube ich, erst ab 12. Das ist 15 Uhr, ab 13 Uhr. Okay, dann gehen wir. Bis 13 Uhr irgendwas anderes erledigen. Nämlich die Rasiermesser-Dinger da. Endlich mal. Die letzten zwei besorgen für die Drachenalue. Die müssten wir ja heute hinbekommen. Ich tue es schon wieder. Zum Teleportationspunkt. Mann! Es tut mir sehr leid, wenn ich damit den inneren Monk in euch trickere. Es ist keine Absicht. Ich muss mir das nur angewöhnen, dass ich von überall mich teleportieren kann. Genau, eigentlich konzentrieren wir uns auf die Sandhaie. Die müssen wir natürlich erst finden und unterwegs werden wir angegriffen. Das übliche Schlamassel. Hier sind keine Sandhaie mehr. Hier ist nur der große Klotz. Wenn man hier einfach weiter drauf haut, hat er gar keine Chance, sich zu erholen. AMC. Ich habe noch genau einmal Futter für dich. Okay, es wird eng. Muss heute auch noch Futter für James besorgen. Sandhaie. Hier sehe ich keinen. Also dem Großen könnte ich im Idealfall ausweichen. Auch dem Magier wollte ich eigentlich auch ausweichen. Ich will meine Ausdauer eigentlich für die Haie aufheben. Ja, schade, dass hier wieder Gruppenkuscheln angesagt ist. Aber schön, dass Wundi zumindest Pflanzen für uns ausgräbt.
Habe ich denn irgendwas zu essen dabei? Ah, ich habe von Essen noch Steak. Und gestern noch Essen und noch Steak und Bier dabei. Meine Güte. Was da ist denn gerade mein Problem? Mit zwei auf einmal von euch wollte ich eigentlich nicht hantieren müssen. Aber bitte. Ich bin vorbereitet auf euch. Verdammt. Wo ist denn der zweite jetzt hin? Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher von beiden der ist, auf den ich schon gegangen bin. Okay, das warst du. Das ist hier unten der zweite nur noch. Wie wenig Leben ich nur noch habe. Nehmen wir das Bier. Das lief jetzt eher suboptimal. Da ist der Hai. Chill doch mal. Okay, damit hatte ich Glück. Ich kann zu Runenherz zurück. Aber erstmal nehme ich noch vom Lotus mit. Bevor ich den wieder brauche und dann muss ich wieder hier runter. Also zu Runenherz. Dann kommen wir heute in der Hauptstory noch ein bisschen weiter. Falsche Taste. Minimap. Ich denke dran. Ich muss nicht zur Fahne laufen. Ich kann direkt in die Stadt und Huni fragen, wo Runenherz ist. Der Runenherz. Die pennt hier gerade. Das ist natürlich wunderbar. Okay, wir machen erst die anderen persönlichen Aufgaben. Wir gehen zu Helen ins Zimmer und überlegen mal, wer denn ihr Liebster sein könnte. Hallo Martha. Klopf, klopf. Herein. Ich habe in letzter Zeit ein paar interessante Dinge herausgefunden. Ich habe heimlich Deans Unterlagen gelesen und etwas entdeckt. Was? Wieso liest du denn heimlich Deans Unterlagen? Und wieso redest du mit mir darüber? Ich glaube, dieses Dokument ist geheim. Keine Sorge, ich lege alles wieder zurück, bevor er etwas merkt. Aber irgendwie mag ich sie. So eine kleine Regelbrecherin. In diesem Dokument wird ein Artefakt namens Mondstein erwähnt. Er befindet sich irgendwo auf der Insel Mondburg. Okay. Hier steht auch, dass es eine Ausgrabungsstätte in der Nähe des kargen Ödlands gibt. Und sich das Artefakt dort befindet. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es sich um etwas Wertvolles handeln könnte. Wenn du mir hilfst, das Artefakt zu finden, wäre ich im Nu berühmt. Außerdem hast du gestern Abend versprochen, mir zu helfen, nicht wahr, Schätzchen? Das ist schon ein paar Abende her. Ich erinnere mich schon nicht mehr wirklich daran. Also kannst du mir bei der Suche nach dem Artefakt helfen? Wie sie mich umzirzt, weil sie denkt, das wirkt bei mir. Toll, komm zu mir, wenn du es gefunden hast.
Herein. Huch. Herein. Da hat noch jemand geklopft. Oder war das wieder ein Übersetzungsfehler? So, dir wollte ich eigentlich gerade ein Blümchen auch noch geben. Yay. Der ultimative Freundschaftslevel wurde erreicht. Okay, und als nächstes zu Marielle. Nachdem wir mit Helen nochmal gesprochen haben. Also wir hatten heute schon geredet. Okay. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir den Mondstein finden, das Artefakt finden, werden wir es wohl eher nicht ihr geben. Oder ausstellen, wobei. Warum eigentlich nicht ihr geben? Sie hat ja auch gesucht danach. Ich bin mir noch unschlüssig, was wir dann tun werden. Wahrscheinlich haben wir dann gar nicht die Wahl. Also ist doch egal, ob ich überlege oder nicht. Sache ist nur, warum ist das so streng geheim? Warum steht das in einem geheimen Dokument? Ah, Wohnherz ist jetzt Zio. Ah. So, ich habe, was du brauchst. Hat sich schon mal ein Mensch beruhigt, wenn man gesagt hat, nein. Hier. Rasiermesser, Finne und Monolith erhalten. Oh, du hast alles beisammen? Okay, ich werde sie so schnell wie möglich fertigstellen. Bis morgen soll ich es schaffen. Komm morgen zur Herzglutschmiede, ja? Na okay, morgen. Dann mal schauen, ob wir die Aufgabe mit Marielle noch schaffen können. Ich will halt auch Dean keine Probleme machen, weil die Unterlagen ja von Dean hat. Die streng geheim. Hallo Melika. Nur zu, komm rein. Lalalala. Bist du hier, um nachzusehen, wie es mir geht? Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen, Melika, aber ich fühle mich im Augenblick ausgezeichnet. Es gibt allerdings etwas anderes, bei dem du mir helfen könntest. Würdest du einen der Kekse probieren, die ich gerade gebacken habe? Oh Gott, nicht wieder, dass es so schlimm schmeckt. No, okay, sie kann backen. Freut mich, dass sie dir schmecken, aber tatsächlich fehlt eine Zutat. Hast du schon mal von rotem Zucker gehört? Nein. Ich habe mir sagen lassen, dass er im Vergleich zu normalem Zucker einen ganz erlesenen Geschmack hat. Süßkristalle? Weißt du, wie man die macht? Ich weiß, wie man die macht? Okay. Ich würde liebend gern einen verwenden, den, wenn ich das nächste Mal backe. Wärst du so lieb, welche zu machen? Ja, sicher. Okay, aber die Request kann ich gerade offenbar nicht mehr abgeben. Schade. Na okay. Dann mache ich mir die Kristalle im Hand schon mal. Ein unbekanntes Artefakt. Ein neues Rezept ist das, okay. Süßkristalle herstellen. Ich bin hier gespannt, wie aufwendig das Rezept wird. So.
Eine genießbare Mischung, die einen süßen Nachgeschmack hat. Dient auch als Zuckerersatz. Das scheint jetzt nicht so mega schwer zu sein. Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Obst und schwarze Kristalle, okay. So, Marielle, ich hoffe, du bist noch wach. Marielle, hier. Ich meine, noch haben wir 19:30 Uhr, warum solltest du schon schlafen? Ja, okay. Du bist noch zu Hause. Hallo, ich habe deine Aufgabe. Hier. Meine Güte, könnte das die Sache sein, um die ich dich gebeten hatte? So schnell, ja. Wunderbar. Ich freue mich schon darauf, sie im Rezept zu verwenden. Hoffentlich fallen für mich ein paar Kekse dabei ab. Man merkt direkt, dass sie extrem gern backt, weil sie eine sehr große Küche hat. Im Gegensatz zu vielen anderen im Dorf. Sag mir, wie sie im Vergleich zur letzten Ladung schmecken. Sehr gut. Sie sind besser, nicht wahr? Bestimmt wird Rue genauso begeistert von diesem neuen Rezept sein. Danke für deine Hilfe, Mielika. Du kannst gerne auch in Zukunft meine neuen Rezepte ausprobieren. Yay! Oh, ein Rezept freigeschaltet. Und die neuen Freundschaftslevel. So nach und nach die ganzen Freundschaftsquests abzuschließen, macht halt auch Sinn. Denn wir reden zwar jeden Tag mit den Leuten, aber das bringt ja gar nichts, wenn der Freundschaftsbalken dadurch nicht mehr steigen kann. Dann gehen wir mal ins Bett. Und sind gespannt, wie es mit der Aloe weitergeht morgen früh. Zwischen 8 und 15 Uhr zu bauen und einrichten? Was? Was fehlt denn da noch? Wir haben kein Futter für Hundi gekauft, fällt mir gerade auf. Okay, das machen wir dann heute Morgen noch. Nein, Luke! Luke ist krank. Im linken Fuß. Hoffentlich sind es nur Beulen. Nein, Rhythmusspiel. Oh, das Schwierige auch noch. Okay, du hast einfach nur ein Juckreiz am Fuß. Der wird uns ja nicht lange aufhalten. Also machen wir es das und dann gehen wir für Hundi Essen besorgen. Und wir könnten auch ein Rezept verwenden. Wir können kein Rezept verwenden. Dann nicht.
packe ich denn so eine Ecke zusammen? Nüsschen ist so eine Ecke. Ja, jetzt brauche ich aber zwei einzelne. Okay, wir haben genug einzelne in Blau. Also kein Thema. So, Lukums sorgen, danach Huni versorgen und dann in die Schmiede und zu Rainer. Das ist der Plan für heute. Behandlung abgeschlossen. Zur vollsten Zufriedenheit. Yay! Genau, Teleportation. Zu den Pilzen, würde ich einfach mal sagen. Damit hätten wir zumindest für heute schon mal das Essen für James geholt. Dann wäre das das Essen für morgen. Wir können ein paar Sporen farmen, denn die sind aus, offenkundig. Geh mir aus der Sonne, Bär. Keine Sporen, schade. Okay, das Essen für übermorgen haben wir auch direkt. Also Hundi, du bist jetzt erstmal 3 Tage versorgt. Sporen. Schön. Und ich glaube, Bärentatzen sind tatsächlich auch aus. Ups. Ja, gar nicht das. Sondern die Zitronenmelisse immer noch mit der Sichel abarbeiten. Ich glaube, das nächste Ziel wäre halt immer noch, erstmal alle Werkzeuge zu verbessern. Und mich dann ums Haus zu kümmern und um die Klinik. Danke für den Ingwerhund. So, Zitronenmelisse. Schön, Hundi hat auch genug Essen. Wir können in die Stadt. Wenn ich eh zur Schmiede und zu Rainer will, kann ich mich auch gleich in die Mitte teleportieren. Das war nicht so gut, glaube ich. Was zum Henker ist hier passiert? Ich habe mich teleportiert und bin woanders gelandet, wo ich eigentlich landen wollte. Was sind das neuerdings so für Bugs? Dieses Spiel hat. Es lief doch anfangs richtig gut und flüssig. Schade. Ich weiß halt schon gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich konnte das jetzt fixen, indem ich mich einfach woanders hin teleportiert habe. Aber dennoch, seltsam. Möchtest du einen Keks? Hm,
Oh je, ich höre, ich hatte die Tasche gerade in der Hand. Ich bitte um Entschuldigung. Möchtest du einen Keks? Random auf der Straße gefragt zu werden, klingt aber auch wie, als wenn man so ein Hündchen. Ja, möchtest du einen Keks? Nun. Genau, also gehen wir in die Schmiede und zu Rainer. Schon erstmal zu Rainer. Oh, hier sitzen sie alle. Schnau, schnau, miau. Die hat sich keine Freundschaftsbalken erhöht. Oh, meine Haare, fabelhaft, bla bla. Was macht dein Job? Du behandelst jeden mit großer Sorgfalt und ich bin froh, dich hier zu haben. Ja. Hallo, Helen. Ja, ich starr dich immer an. Weißt du doch. So ein Leben ist nicht so schlimm, wie du vielleicht denken magst, weißt du? Es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Nun, wer nichts hat, kann auch nichts verlieren. Das ist wohl wahr. So, Rainer, ich bin hier. Wir können reden. Oh, da bist ihr schon. Das Banjo für Jörn ist fertig. Zum Glück hast du es geschafft, die nötigen Materialien zu beschaffen. Ich habe keine Ahnung, wie lange es sonst gedauert hätte, alles zu bekommen. Wahrscheinlich hättest du es nie bekommen. Der Zettel lag ja auf dem Boden. Hier, bring es bitte zu Jörn. Ach nee, das war die andere Quest. Erstmal reden wir. Und dann gehen wir doch mal in die Schmiede. Wir dürften ja jetzt fertig sein. Oder auch nicht. Sagtest du nicht, heute wirst du fertig? Steht dazu was in meinem Questbuch? Nö. Offenbar ist sie dann einfach noch nicht fertig. Ja, dann bringe ich das Banjo eben erstmal zu Jorn. Oh, du bist. Suchst du Martha? Eigentlich nicht, aber okay. Martha, Freundesquest, yay! Sie ist noch in ihrem Zimmer, sie kommt aber bald runter, du kannst hier warten. Jedenfalls. Sie hat anscheinend keine besonders gute Laune, aber ich habe keine Ahnung wieso. Okay. Oh, ob du sie vielleicht aufmuntern kannst? Worüber redet ihr beiden? Nichts Bestimmtes. Ich habe dich hergebeten, Melika, weil ich dir versprochen hatte, Kekse für dich zu backen. Ich habe die ganze Nacht lang versucht, dir etwas ganz Besonderes zu backen. Aber es ist mir nicht sehr gut gelungen, fürchte ich. Tut mir leid, aber bitte, bitte geh einfach. Oh nein, wie traurig. Siehst du, sie ist in letzter Zeit so schlecht gelaunt. Geh am besten zu ihr ins Zimmer und muntere sie auf. Okay. Ist doch egal, wie deine Kekse schmecken. Ich mag doch dich und nicht deine Kekse. Du dummes Mädchen. Wie kannst du es wagen, mir hinterherzulaufen? Du glaubst, ich bin sauer? Wirklich?
Du müsstest den Grund dafür kennen, wieso ich mich so verhalte. Was? Was? Du begreifst noch immer nicht, wieso ich sauer bin? Lüg mich ja nicht an, ich dachte, du wärst ein netter Mensch. Hä? Und du spielst nur mit mir, was dein Versprechen angeht und deine Zuneigung mir gegenüber, was? Was? Weigerst du dich noch immer zu geben? Hey, warum bist du so gemein zu mir? Ich hasse dich, hä? Was habe ich getan? Womit habe ich denn das jetzt verdient? Sie ist gerade rausgerannt. Euer Gespräch ist nicht gut verlaufen, was? Solltest ihr lieber hinterherlaufen und hab Geduld, okay? Damit sie mich noch mehr anschreien kann. Warte, sie hat die ganze Nacht lang an diesen Keksen gebacken. Ich glaube, sie hat das hier für dich gemacht. Nimm es lieber mit. Probier sie doch einfach. Machst du, glaubst du, ich will springen? Nein, ich habe nicht vor zu springen, ich. Ich wollte heute Abend einfach nur allein sein. Wieso? Weil ich gehört habe, dass du bald wieder in die Hauptstadt zurückgehst. Was? Das habe ja noch nicht mal ich gehört. Du hast mir versprochen, meine Kekse zu probieren. Aber ich schätze, dazu wird es wohl nicht kommen. Hä? Wer mir das gesagt hat? Russo. Er hat gesagt, dass du morgen wieder abreist. Du weißt doch, dass Russo nur Müll labert, um Leute zu ärgern. Ich würde dir doch sagen, wenn ich abreise. Und du hast mir nichts davon erzählt. Ey, dem Bengel gehört mal der Arsch versohlt. Was? Das ist nicht wahr? Russo hat mir einen Streich gespielt, ich... Es tut mir so leid, ich dachte, du würdest fortgehen. Und ich bin ganz aufgelöst gewesen. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Oh, so süß, so weinend. Es tut mir so leid, so furchtbar leid. So habe ich mich noch nie benommen. Entschuldige bitte. Kannst du mir verzeihen, dass ich mich wie eine Närrin aufgeführt habe? Na klar. Meine Kekse, du hast sie mit hierher gebracht? Du möchtest sie probieren und sie zusammen mit mir essen? Ja. Ich bin froh, dass du dein Versprechen gehalten hast. Lass uns die Kekse verputzen. Nächstes Mal backe ich mehr, nur für dich. Oh. So süß. Fake News! Alles nur Fake News! Okay, ich glaube, sie ist jetzt ein bisschen verliebt. Auf jeden Fall sind wir jetzt von Freundschaft ein bisschen weitergegangen. Da ist nicht mehr nur so ein lächelndes Gesicht, sondern ein Herzchen. Wo soll dich vermöbel ich irgendwann, damit du nicht mehr sitzen kannst? Halt dich aus den Beziehungen anderer Leute raus, was ist denn dein Problem? So, aber eigentlich wollte ich ja das Benjo zu Jorn bringen. Das machen wir noch schnell. So, Dean und Derek, mit euch können wir auch noch sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, einen anderen Job zu machen. Es würde sich nicht richtig anfühlen. Na, mit Leib und Seele Polizist. Ich werde mich zum Sport motivieren, indem ich nach dem Training Süßigkeiten kaufe. Moment, ich habe vergessen, dass ich meinen Zuckerkonsum reduzieren soll. Aber das ist auch meine Vorgehensweise immer.
zu sagen, ja, wenn ich Sport gemacht habe, gönne ich mir was. Keine Ahnung. Sonst bin ich einfach nicht motiviert genug dafür. Hörst du gern Musik? Blablablups. Ja, ich habe hier dein Banjo. Ist das Banjo fertig? Darf ich es mir ansehen? Komm, folge mir. Das neue Banjo fühlt sich wirklich anders an. Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch jung war. Früher habe ich Lieder mit dem Banjo gespielt. Ich habe eine künstlerische Ader. Vor allem Musik gefällt mir. Ich wünschte, ich könnte alle mit Musik auf dem Banjo eine Freude machen. Spiel doch in deiner Bar. Ich spiele dir etwas vor, betrachte es als eine Art Bezahlung. Das neue Banjo fühlt sich wirklich anders an. Okay. Das war's hiermit. Lass mich raus. Danke. Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass manche Texte mittlerweile dann so gefühlt sehr buggy wiederholt werden einfach. So, also heute war es dann ja wohl nichts mit der Aloe, warum auch immer. Es wurde ja eigentlich gesagt, heute würde das funktionieren. Ich soll heute in die Schmiede kommen. Aber ich war dann in der Schmiede und es wurde die Quest nicht aktualisiert. Egal. Dafür haben wir uns heute mit Martha sehr dicke angefreundet. Du wurdest sogar einfach mal. Ihm gehören die Ohren langgezogen. So. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und ihr seid beim nächsten Mal dann wieder dabei. Wenn es dann beim nächsten Mal wohl mit der Aloe weitergeht. Bis dann und tschüss.